Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Randall's Monday. Und ja, letzte Folge haben wir uns wieder ein kleines bisschen mit Hilfe durchgemogelt. Und wir müssen jetzt zurück. Wo muss ich denn eigentlich wieder hin? Ich muss zurück in die Bar. Ich muss ja Rasierklinken klemmen. Was ich sehr krank finde. Manchmal kann er einzeln, dann habe ich auch schon mehr was gelesen. Gut. So. Wir sind angekommen. Das heißt, ich musste jetzt Batteriesäure, Grasierklinge und ich glaube die Zitrone in das Getränk mixen. So, das heißt, ich werde das Getränk sehr wahrscheinlich erstmal nehmen müssen. So. Wer gehört jetzt dem guten Pater? Den nehme ich ihm nicht weg. So, dann stelle ich erstmal kurz hier rüber. So, was wir auf jeden Fall brauchen ist, okay. Rasierklinge. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. So. Dann brauche ich die Zitrone. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. So. Batterien waren noch da. Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Fast fertig. So, eine Batterie habe ich noch. Und ich glaube, das Rattengift war es noch, ne? Ja, für den extra fruchtigen Geschmack. Hui! Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Tot. Okay, das ist der, den er mag. Gut, das heißt, ich kann jetzt die weiße Kugel nehmen. Gut. Wir haben jetzt einen Typ vergiftet, nur um die weiße Kugel zu nehmen. Kann ich noch mehr nehmen? Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. So, jetzt muss ich trotzdem mal schauen, weil ich blick noch nicht so ganz, was ich mit der Kugel machen soll. Das hat man schon gehabt, hat man gehabt. Kann die weiße Kugel nehmen, okay. Rante will immer noch wissen, wer den Ring gekauft hat, aber es sieht so aus, als ob er eine geniale Ablenkung für einfallen lassen. Das hat mich ärgert, dass ich das jetzt machen muss. Wenn einen Blick in die Kuttliste werfen wir, also konzentrieren wir uns einmal auf die Uhr in der Pfandleihe, sehr originell von uns. Ja, deswegen bekommen wir auch so dicke Gehaltschecks. Sehr geil. Also es lohnt sich auch, die Hilfen zu lesen. Weißt du noch, die Schüssel mit dem Mais? Jetzt ist Zeit für Popcorn, also auf zur Pfandleihe und durch Kombination von Streichhölzern, Gaszylinder bekommen wir das nötige Feuer, auf dem wir die Schüssel platzieren. Okay. Danach gehen wir mit der Schüssel aufs Dach. Auf welches Dach? Irgendwo, also ich konnte bei mir aufs Dach gehen, glaube ich. Kombiniere das Popcorn und das Rattengift und gib die Mischung den Tauben, die den Weg versperren. Alter Vater, das muss man ja erstmal alles wissen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Kneipe, in die Pfandleihe. Also das muss man echt erstmal wissen, ey. Ich glaube, ich würde verzweifeln, wenn ich das ohne in der Hilfe nachzulesen machen würde. So, Pfandleihe. Also durch die halbe Stadt rennen, nur um Typ abzulenken. Rätselspiel. Außer geht's wenigstens mit der Story voran. Wenn zwar dann zwei, drei Folgen weniger, aber es macht nichts. So, wieder ab in die Pfandleihe. Hinten war ja groß nix. Pfandleihe. So, jetzt wieder also, zur Uhr. Passt oder passt nicht? Nee. Passt immer. Jetzt was glaubst du, mit wem du hier redest? Das war's. Ja, das ist natürlich gemacht. Hast du das gemacht? Schüssel mit dem Mais, jetzt ist bei bist du sicher, dass wir das von Streichholz und Gas sind, wir bekommen das nötige ich Feuer. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis okay. Zufrieden sein wirst. Das heißt, Streichhölzer, Gasflasche, wenn, es ist so weich, wie du sagst. Popcorn, wie ein Babypopo. Ich liebe dieses Geräusch. So. Also, passt oder passt jetzt haben wir Popcorn. Passt immer. Was die glaubst Glasche du, mit hier? Wem du hier redest? Jetzt sollen wir aufs Dach gehen. Der einzige Weg aufs Dach, den ich gefunden hatte, war bei mir zu Hause.
Es gibt hier sonst groß nichts, deswegen... Das war der einzige, wo ich wüsste, dass es da aufs Dach ging. Das heißt, wir fahren wieder zurück nach Hause. So, dann gehen wir mal hoch in die Bude. Besser gesagt, aufs Dach. So, genau hier. Genau, diesmal komme ich auch hoch. Sehr schön. Taube. Und jetzt? Wie war das Popcorn mit Rattengift vermischen, ne? Rattengift und Popcorn? Hey, dieses Popcorn ist jetzt eine tödliche Waffe. Und jetzt? Den Tauben geben. Fräst, meine Schönen, fräst. Es ist genug für alle da. Achtung, diese Tauben schlafen nicht, sie sind tot. Aber interessiert diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind sie eh nur gemalt. Alter, wie geil ist das denn? Hey, geil. Da muss ich einen Screenshot machen. Den muss ich dann offline. Also, Alter. Hey, geil. So, Bierbong. Kann ich dich nehmen? Gut, kann ich die Tauben nehmen? Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Warum muss ich die jetzt eigentlich töten? Pfandleihe, finde raus, was den Ring hat. Weiße Kugel nehmen, haben wir gemacht. Komm hier, Popcorn mit Rattengift mischen, um den Ball zu versperren. Genau, sobald vergeht denn die Bierbong rechts im Bild und erhältst dann zwei Gegenstände, schlau und richtig. Geh zurück für Pfandleihe. Stell die Flasche auf den Gaszylinder, damit das Wasser anfängt zu kochen. Leg das Ende des Schlauchs in die Flasche an, doch in die Loch der Uhr. Der nächste und letzte Schritt ist die weiße Kugel in die Ach du Schande. Der Druck wird die Kanone zum Feuer bringen und die Billardkugel zerstört den Kühlschrank mit der Pyramide. Alter Vater. Kann ich hier hin? Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Springen. Alter, die hier der Hinweis war so göttlich. Geil. Ich lieb das Spiel. Abgesehen von den Rätseln. Aber danke, dass eine Hilfe drin ist. So, Streetwood Street. Weiter, dahin. So, jetzt wieder zur Pfandleihe. Auch wenn einige Rätsel extravagant scheinen, basieren sie meist auch auf einfacher Logik. Ja, das habe ich gemerkt. 20 Mal Rasierklingen ins Getränk mit Rattengift und Batteriesäure. Unheimlich logisch. Unheimlich logisch, deswegen kann ich das nur bestätigen. So, jetzt. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Dahin? Was glaubst du, mit wem du hier redest? So, du fängst an zu blubbern. Dann den Schlauch. Einmal da rein. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. Ich hoffe, es ist so weich wie jetzt die Kugel. Wie ein Babypopo. Und in die Kanone stecken. Meine Babys, was zur Hölle ist passiert? Ich weiß es nicht, ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. So, jetzt halte ich auch auf das Zeug zu greifen hier. Na, da ist das Ding. Okay, mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und... Sekunde mal. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Verdammt, wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Wer ist Charlie? Das nehme ich nicht mit. Wer ist Charlie? Ich hab schon alles, was ich wollte. Wer ist Charlie? Wer war denn Charlie jetzt? Wer war jetzt Charlie?
Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Charlie? Pfandleihe? Das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Hol den Ring zurück. Jetzt weiß man, wer den Ring hat. Niemand anders als Charlie Goodman, ein alter Bekannter von ihm, mit dem Kombibuchladen gehört. In welchem Gefühl? Okay. Nachdem das Puzzle um die Verkaufsliste gelöst ist, wird ein neuer Ort. Okay. Comicbuchladen. Sehr geil. Erstmal muss ich mit Charlie reden. Okay. Hab schon gedacht, das wäre ein Bekannter gewesen, aber. Wenn es ein neuer Ort ist, der da ist er. Es ist generell eine gute Idee, gewisse Orte mehrmals zu besuchen. Sie könnten sich seit dem letzten Mal verändern. Aber es heißt, du musst jeden Montag eigentlich jeden Ort mal abklappen. So. Was haben wir? Psychiatrie? Sehr gut. Das ist das Büro vom Psychiater. Scheint schon zu sein. Fremder? Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ich will die T-Shirts. Yeah. Das Comicbuchladen. Alter, ist das geil da drin. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und humpenvoll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Aber eins muss ich schon mal sagen, die haben auch ganz bekannte Synchronsprecher in dem Spiel drin. Futurama. Aber das ist eigentlich schon böse, ne? Also ich weiß nicht, ob das manche angreift. Das ist eindeutig ein Star Wars und Star Trek-Symbol in einem. Etwas, was Star Wars-Fans und Star Trek-Fans manchmal nicht unbedingt gerne kombiniert haben wollen. Aber es ist in einem. Was haben wir noch? Da hinten soll wahrscheinlich Kermit sein. Das Ding kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Der Futurama natürlich. Irgendwelche interessanten Comics oder sowas. John, Zeitmaschine natürlich ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, ich rede immer neben das Mikrofon. Captain Red. Ne, ja, eigentlich nichts. Gibt's was Neues im Dungeon? Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl, mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee. Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar! Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Nerds stinken nicht. Nur ein bisschen. Also, was kannst du mir über den Nerd-Convention erzählen? Also, was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Ja, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Wirst du in Kostüm hingehen? Wirst du in Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hm? Genial, Charlie. Echt clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen.
Wow! Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Da hat den Ring um, sehe ich gerade. Was für besonderes Sammelstück hast du dieses Jahr dabei? Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts, du weißt schon, Auffälliges oder Paranormales? Naja, jetzt wo du sagst, ja, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College, weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet, wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher gesagt hat. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Wie lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen Kings Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Oh, stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht. Ich suche einen Ring. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Ich habe ein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden will. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master habe ich ihn gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein. Denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Nein. Wie sage ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Dein Ernst?
Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die, die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht. Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung, aber halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Oh nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all mein Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ach ja? Tja. Jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen, weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red-Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor, sprich nicht weiter. Ich suche schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Na, halt die Klappe und hör genau zu. 40 Minuten später. Oh Gott. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant. Aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Hm, vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein Superpsychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. So, jetzt sind wir hier draußen. Jetzt gucken wir erstmal das ganze Zeug hier an. Immerhin gibt's hier ein paar unterschiedliche. Ich mag Vielfalt. Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con am Mittwoch. Poster, Poster. Ein Haufen Mystical Warlords of Car-Karten. Auf jeden Fall hier das Ding hier alles anschauen. Das ist Captain Red. Figuren. Immerhin gibt's hier ein paar unterschiedliche. Ich mag viel. Comics. Comics. Das ist Charlies Glas. Okay, trotzdem ein bisschen bei der Vorlauf. Von ist ein Batman. Ja, ein paar Lichtschwert. Die legendärste Waffe aller Zeiten. Da geht sogar das Licht an. Valyrischer Stahl. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Da haben wir einen Ninja Turtle, ein Kremlin, Hulk, Superschnecke. Ah, die legendäre Superzuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der, den der alte Film mal hatte. Aha, das heißt, mit dem Ding kann ich wahrscheinlich dann später mich beim Chef wieder einschleimen. Schloss. Da brauchen wir dann Schlüssel. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Der rosa Tentakel ist schon ziemlich alt. Da ist auch kein Loch, wo der Schlüssel drin ist. Das heißt, ich werde später irgendwie an einen Schlüssel kommen müssen, um dann dieses Comic zu kriegen. Jetzt schaue ich nur ganz kurz, ob ich
an diesem Tag habe ich schon gemacht. Habe ich auch gemacht. Erstmal muss ich Charlie reden, bla bla bla. Und zweitens bekommt die Superschnecke Unterwäschekanone die Finger, damit du ihn den Boss geben kannst. Das habe ich mir schon gewusst. Wirf die Thunfischreste in Charlies Glas, wenn er nicht hinsieht. Sieht aus, als wenn der Ring heute nicht wiederbekommt. Also musst du wohl die Unterwäschekanone stehlen und den Seifenkorn auf Montag verlegen. Aber habe ich Thunfischreste? Thunfischreste? Fertiges Papier, da war doch. Warte mal. Da habe ich gestern mein Zen. Reste vom. Ich glaube, ich warten, bis er wegguckt. Ach so, weil er ja. Tresen. Warte, ich muss glaube ich mal raus. Überall Glasscherben. Ich musste mal raus. Gab's so diese Seitengasse, wo ich hin konnte, glaube ich. Oder kann ich. Warte mal, kann ich mit dem Hammer? Hammer? Ich bin ein Mann von Klasse, ich bin mir sicher. Ich muss mal raus, ob ich da irgendwie den Schlüssel von ihm hinten kriege. Nachricht. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündeter. Der Penner. Okay, hier hinten. Warte mal, das ist doch wieder die Gasse. Kurz überlegen. Das war doch eine Absperrung. Warte mal, nochmal reingehen. Ist das die Gasse, die von der anderen Seite von diesen, von dieser Koala-Ding war? Also ich weiß, ich überziehe die Folge gerade ein bisschen, aber ich will das jetzt mal wissen. Habe ich gemacht. Habe ich auch gemacht. Sieht aus, als wenn du den Ring heute nicht wieder bekommst. Willkommen. Unsere Aufmerksamkeit auf die Unterwäschekanone lenken, um morgen nicht unseren Job zu verlieren. Also heute, was irgendwie morgen. Also heute, was irgendwie morgen ist, du verstehst schon. Falls nicht, ist es ein Wunder, dass du so weit gekommen bist. Aha. Das Sicherheitsschloss, was den Zugriff auf den Kanone ist, nicht so ausgefeilt, wie es scheint. Es wird also gar nicht so schwer sein zu knacken. Als erstes holt das Glas aus dem Charlie Krüger. Falls du der Ticket Lady noch nicht ihre Marker geklaut hast, ist es jetzt Zeit. Hab ich. Geh jetzt zum Matt und leg den Draht aus dem Endbügel in den Mixer. Alter Vater, ist das schon wieder eine Kombination hier. Aber die werde ich mir, glaube ich, echt in der nächsten Folge anschauen. Uiuiui. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns eh schon weit drüber hinaus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!